Der Leistungsdruck steigt, alles dreht sich immer schneller. Unser Lebensrhythmus ist heute deutlich intensiver als noch vor ein paar Jahren. Niemand kann den Stress und die Anspannung im Alltag vermeiden. Aber wie kann man trotz Stress gelassen und gesund leben? In unserer modernen Leistungsgesellschaft gehört Stress für viele Menschen zum Alltag dazu. Das ist das Ergebnis des aktuellen Stressreports der Bundesrepublik Deutschland mit über 17.000 Teilnehmern. Übrigens auch die Weltgesundheitsorganisation WHO belegt mit ihren Studien, dass Stress ein weltweit ausgeprägtes, zunehmendes gesundheitliches Problem ist. Wer ist am Ende davon betroffen? Kurz gesagt, alle. Also der Manager genauso wie der Arbeiter, der Student genauso wie die Hausfrau. Sie alle sind häufig erschöpft, arbeiten unter großem Druck, haben kaum noch Gelegenheit, mal richtig abzuschalten, sich zu erholen. Ein Phänomen übrigens, das auch bei Sportlern sehr stark ausgeprägt ist. Die Ursachen dafür sind sehr vielfältig. Mehrfachbelastungen, also viele Dinge gleichzeitig tun müssen, starker Termin- und Leistungsdruck, ständiges Gestörtwerden bei Aufgaben, zum Beispiel durch Anrufe oder E-Mails, aber auch monotone und eintönige Arbeit. Viele Experten empfehlen im Zusammenhang mit Stresssymptomen, dass man seine persönlichen Lebensumstände umfassend ändert. Aber wir alle wissen, dass das im Alltag gar nicht so leicht gelingt. Die Präventivmedizinerin Dr. Anke Erthan erforscht deshalb schon seit Jahren, wie man durch die Einnahme von Mikronährstoffen die negativen Folgen von Stress so richtig wirksam bekämpfen kann. Dr. Anke Erthan ist eine Pionierin auf dem Gebiet der Präventivmedizin. Schon seit 2004 beschäftigt sie sich mit der Erforschung von Stresssymptomen. In den letzten Jahren beobachtet Frau Dr. Erthan einen deutlichen Anstieg an Patienten, die unter Stresssymptomen leiden. Die Patienten klagen über die unterschiedlichsten Symptome, wie innere Unruhe, Schlaf- oder Konzentrationsstörungen. Zu ihr kommen Menschen, die beruflich stark eingespannt sind, wie etwa Manager, aber durchaus auch Hausfrauen. Außerdem sind auch immer mehr Sportler unter ihren Patienten, denn bei Sportlern ist Stress häufig als leistungshemmend bekannt. Bei der Behandlung von Stresssymptomen liegt Dr. Erthans Schwerpunkt auf dem Aspekt der Nahrungsergänzung. Seit Jahren erzielt sie sehr gute Ergebnisse mit dem Einsatz von Mikronährstoffen. Und jetzt begrüße ich Frau Dr. Anke Erthan bei mir im Studio. Ganz herzlich willkommen. Guten Tag. Was passiert denn eigentlich genau in meinem Körper, wenn ich so richtig unter Stress stehe? Ja, Sie müssen sich Ihren Körper bzw. jede einzelne Zelle wie ein Kraftwerk vorstellen. Mhm. Und es ist so, dass dieses Kraftwerk Energie produziert und während dieser Energieproduktion allerdings Schadstoffe anfallen. Und diese Schadstoffe nennt man freie Radikale. Oh, das klingt gefährlich. Ja, ist auch so tatsächlich. Diese freien Radikale können unter normalen Umständen sehr gut neutralisiert werden. Aber wenn jetzt die Maschinen heiß laufen, dauertourig, dann fallen irgendwann über die Zeit so viele freie Radikale an, dass der Körper das alleine eben nicht mehr schafft. Und dann fühlen wir uns gestresst und unsere Leistung nimmt ab. Ganz wichtig, Sie haben gerade dauertourig gesagt. Das bedeutet, wir reden über einen Stress, über einen längeren Zeitraum. Nicht genau. Über ein paar Stunden oder ein paar Tage, sondern viele Wochen oder Monate. Ja. Schauen wir uns doch nochmal gemeinsam an, was da im Körper genau passiert. Gerne. Dazu schauen wir uns jetzt mal eine vereinfacht dargestellte Zelle an. Mhm. Mit den Zellwänden hier, dem Zellkern. Und den Mitochondrium. Das Kraftwerk. Genau. Und dieses Mitochondrium produziert Energie und bei dieser Energieproduktion entstehen freie Radikale. Das sind diese dunklen Kugeln. Genau. Mhm. Und diese werden üblicherweise dann von den Antioxidantien abgefangen. Hier schön zu sehen, die grünen Bälle nenne ich sie mal. Genau. Und unter Dauerstress produzieren die Mitochondrien mehr Energie und mehr freie Radikale. Und dann reichen die Antioxidantien nicht mehr aus. Und die Zelle wird geschädigt. Das ist das, was wir im Hintergrund sehen, was so ein bisschen aussieht wie ein Riss in der Glasscheibe. Genau, und in dieser Situation sind wir nicht mehr leistungsfähig, können uns nicht mehr konzentrieren und fühlen uns gestresst. Perfekt wäre es natürlich, wenn wir Stress einfach komplett vermeiden könnten. Da das aber offensichtlich nicht so funktioniert, was können wir denn konkret gegen die negativen Folgen von Stress unternehmen? Wir können unseren Körper mit ausreichend Mikronährstoffen versorgen. Das ist zum Beispiel das Vitamin E, das ist Selen. Dann gibt es sehr hochwirksame Pflanzenstoffe wie das Chlorophyll, den Grüntee und vor allem auch das Resveratrol. Zu dem Resveratrol ist im Prinzip zu sagen, dass es eine der stärksten antioxidativen Substanzen ist. Es kann pro Zeiteinheit halt eine große Menge an freien Radikalen binden und damit den Stress auch effektiv reduzieren. Das heißt, ich esse einfach jeden Tag eine relativ große Menge von dem Resveratrol und schon geht es mir bombig gut und ich bin völlig stressfrei. Ist es denn wirklich so einfach?
Jein. Also natürlich ist es gut, wenn wir die freien Radikale gebunden haben, aber wir brauchen auch zusätzliche Mikronährstoffe, um die Energieversorgung klarzustellen. Mhm. Und da halte ich erwähnenswert die Vitamin-B-Reihe, das Cholin, das L-Carnitin, Eisen und besonders wichtig auch das Coenzym Q10. Das waren jetzt viele Namen, die fassen wir noch mal ein bisschen zusammen und schauen es uns gemeinsam mit unseren Zuschauern an. So, hier sehen wir das Q10 in die Zelle eindringen. Das ist ein sehr starker Energielieferant, weil er direkt die Mitochondrien unterstützt, unsere Kraftwerke. Und zusätzlich gibt es sehr wichtige Nährstoffe, wie unter anderem das Eisen, das für den Sauerstofftransport wichtig ist. Und dann auf der mentalen Seite, also um die Merkfähigkeit und die mentale Power zu erhöhen, brauchen wir B-Vitamine und Cholin, die auch wichtig sind, um ausreichend Zucker für die Nervenzellen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und wenn wir es schaffen, einen optimalen Mix aus diesen Mikronährstoffen regelmäßig zuzuführen, werden wir das auch nicht nur körperlich, sondern auch mental merken. Wir werden fitter sein, wir werden ein höheres Konzentrationsvermögen haben und uns nicht mehr gestresst fühlen. Also die Mischung macht's, der Mix macht's aus all diesen Mikronährstoffen. Genau. Wann merke ich eigentlich was von dem Effekt von dem Ganzen? Also die meisten merken es sehr schnell. Die haben direkt Energie für Körper und Geist. Die fühlen sich leistungsfähiger, haben besseres Konzentrationsvermögen und wünschen sich, dass das nie wieder weggeht. Perfekt. Aber es gibt einen kleinen Anteil von Patienten, die jetzt so subjektiv nicht so viel merken. Aber es ist so, dass wir da halt dann im Serum, im Blut messen können und sehen, dass die Stressmarker abnehmen und auch, dass die Konzentration der Mikronährstoffe einfach höher wird. Und das ist für uns Ärzte natürlich interessant, weil das eine Schutzfunktion für die Zellen bedeutet. Sie haben eben einen Begriff verwendet, Stressmarker. Was verbirgt sich dahinter genau? Das sind im Prinzip Stoffwechselprodukte, die anfallen, wenn Stress ist. Und je höher dieser Level dieser Stressmarker ist, desto mehr Stress empfindet der Körper auch. Ah, okay. Und da habe ich Ihnen mal ein paar Werte von einem Patienten mitgebracht, an denen ich Ihnen das gerne demonstrieren würde. Sehr schön, gerne. So, hier sieht man jetzt drei der Stressmarker, die wir gemessen haben. Mhm. Das ist das Kreatinin, die Lipidperoxide und das 8-Epiprostaglandin. Mhm. Und wie man hier sehr schön sehen kann, über die Zeit der Einnahme der kombinierten Mikronährstoffe nehmen diese Level alle kontinuierlich ab. Deutlich, ja, genau. Deutlich, minus 6, ne? Minus 47%. Genau. Mhm. Und das ist letztendlich das Wichtigste, weil wir damit halt auch belegen, dass der Körper weniger Stress hat. Das heißt zusammengefasst, ich fühle mich nicht nur gut, sondern ich kann das auch medizinisch belegen. Ja, genau so ist es. Und es gibt auch noch einen zusätzlichen Effekt. Das können wir uns auch gerne noch mal anschauen. Gerne. Es ist definitiv so, dass also nicht nur der Stresslevel sinkt, sondern dass auch die Konzentration der Mikronährstoffe im Serum, im Blut zunimmt. Und damit ist man nicht nur weniger gestresst, sondern auch deutlich leistungsfähiger. Und das ist ja auch sehr wichtig. Mhm. Das heißt, unmedizinisch, unwissenschaftlich ausgedrückt kann ich sagen, Leistung rauf, Stress runter. Ja, kann man so sagen. Wir wissen also ganz klar, wir können den Stress in der heutigen Zeit nicht völlig vermeiden, aber wir wissen jetzt genau, mit welchen Mikronährstoffen wir gegen die negativen Folgen von Stress ankämpfen können. Mhm. Das ist gut, aber wenn wir es doch wissen, warum gibt es überhaupt noch stressgeplagte Menschen? Können wir nicht einfach sagen, Mensch, her mit der Pille? Ja, es wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber es ist schon so, dass man natürlich darauf achten muss, welche Mikronährstoffe nehme ich, in welcher Dosierung und für wen. Und was auch noch ein sehr wichtiger Faktor ist, ist, dass viele Menschen einfach noch gar nicht wissen, dass sie was gegen die Folgen des Stresses mit Mikronährstoffen tun können. Mhm. Umso besser war es, dass Sie uns heute im Studio besucht haben, was über Ihre Arbeit erzählt haben und über die Wirkungsweise von Mikronährstoffen. Dafür ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Ertan. Gerne. Meine Damen und Herren, und wir haben jetzt gelernt, was wir alles zu uns nehmen müssen, damit es uns besser geht und damit uns Stress nicht mehr so wirklich stresst. In diesem Sinne alles Gute für Sie, auf bald.